Ich bin Batman. Eigentlich wollte ich dieses Mal in Aranka bzw. Espada Special bringen. Aber da ich im letzten Teil schon 3 genommen habe, habe ich jetzt nicht mehr genug, um die ganzen 6 voll zu machen. Also, ja, das war's mit dem Special. Anime! Die Espadas waren bei den Fans nicht nur wegen dem absolut geilen Soundtrack beliebt as fuck, sondern sind die an sich auch sehr interessant gewesen. Mit Brooks Vater, das tausendäugige Opfer oder meine letzten beiden Gehirnzellen, die sich eigenständig gemacht haben. Allerdings gibt es 3 Espadas, die absolut am beliebtesten sind. Der chilligste von allen, Stark. Der brutalste von allen, Grimmjow. Und natürlich unser Emo-Boy Ulquiorra. Noch heute wird sich gestritten, ob Ulquiorra wirklich noch die Nummer 4 wäre, obwohl er sein Sekunda Etapa hatte und damit absolut übertrieben hat. Für mich ganz klar über Hallibel. Ich meine ja nur, schon davor hatte Ichigo so aussehen lassen, als wäre er ein kleines Kind. Nach seiner ersten Verwandlung war Ichigo hoffnungslos unterlegen. Sein Getsuga Tensho wurde da ganz schnell zu einem Getsuga Tensh No. Damn, war der schlecht, Digga. Und nach seiner zweiten Verwandlung hat Ichigo absolute Verzweiflung kennengelernt. Und damit bekamen wir auch eines der besten Szenen in all of Anime. Ichigo war dadurch sogar so von Ulquiorra beeindruckt, dass er ihn sogar gecosplayt hat und Ulquiorra ihm persönlich das Loch in die Brust schießen durfte. Während Orihime versucht, diese kleine Wunde wieder zu fixen, darf Uryo versuchen, Ulquiorra etwas abzulenken, damit er währenddessen nicht ganz so viel Langeweile hat. Dabei wurde Uryos Arm verbrannt und sein Ärmel zerrissen. Langweilig wird es aber eh nicht, weil Orihime Sakuras Geheimjutsu einsetzt und damit Ichigo im Boss-Modus zurückholt. Der spürt die Macht in ihm, holt sein Schwert wieder, um Steine zu zerstören und dann Ulquiorra. Erstmal einen Arm abschneiden, den er sich wieder zurückregenerieren kann, dann ihm den absoluten Disrespect wieder heimzahlt, ihn mit einem Felsen abwirft und komplett durchgedreht dann auch noch aus nächster Nähe angreift. Dadurch nur noch ein halber Ulquiorra existiert und als Uryo dann versucht Good Guy zu spielen, hat er schon wieder aufs Maul bekommen, beziehungsweise Ichigo Sappakuto direkt durch ihn durch. Zumindest gab es Ulquiorra die Möglichkeit, ihm ein Horn zu kürzen und damit die Verwandlung wieder rückgängig zu machen. Ichigo regeneriert sich, doch bevor sie ihren Kampf weiterführen konnten, hat sich Ulquiorra ins Nichts aufgelöst. Oder, wie Freddy jetzt sagen würde, Manga. Ulquiorra ist hier schon ein bisschen anders drauf. I'm Batman. Und was du, Lorde Ichigo, auch. Sind hier aber auch gezeichnet. Ne, Moment mal. Im Anime sind die ja auch gezeichnet. Dass der Manga wieder brutaler ist, brauche ich hier nicht wirklich zu erwähnen, weil deswegen sind wir ja hier. Als Ulquiorra Ichigo hier eine Leere im Herzen gelassen hat und Orihime mehr erste Hilfe versucht hat, durfte Uryo auch hier natürlich wieder den Lockvogel spielen. Aber anders als im Anime, verliert er dabei seinen linken Arm. Und wo wir schon bei Armen sind, hat Ichigo Ulquiorra zwar auch im Anime den Arm abgeschnitten, im Manga aber eher abgerissen, aber ganz anders als im Anime, hat Ichigo hier den absoluten Savage raushängen lassen und Ulquiorra dann nicht mit einem Felsen, sondern mit dem Arm von Ulquiorra abgeworfen. Bro, stell mal vor, du wirst zur Ablenkung mit deinem eigenen scheiß Arm abgeworfen. Ach ja, und die Kämpfe wurden in Bleach auch gerne mal etwas verlängert im Anime, genauso wie auch hier. Und meistens hat das Animationsteam einen absolut genialen Job gemacht. Genau wie auch in diesem Kampf. Denn es fehlt im Manga, ihr könnt es euch jetzt wahrscheinlich schon denken, die Rache von Ichigo, um Ulquiorra off-guard von der Seite zu erwischen. Eines der coolsten Momente überhaupt war quasi einfach Filler. Anime. Sosuke Eisen, neben Johann Liebert mein absoluter Favorit, wenn es um Anime-Antagonisten geht. Sein Plan, sein Übermenschen-Ursprung und damit philosophischer Aspekt, sein Glow-Up, als er seine Augen lasern lassen hat und keine Brille mehr gebraucht hat. Ein Antagonist, der einem immer wieder das Gehirn wegbläst und zu so gut wie jeder Zeit
wirklich immer die Kontrolle hatte. Als er noch ganz am Anfang für tot geglaubt wurde und damit Zwiespalt in den Reihen der Gothic 13 gesät hat, nur um dann zu zeigen, dass er alles andere als tot ist und Hitsugaya erst mit dem Kyokasuigetsu in Sicherheit wiegt, um ihn dann zu zerschneiden. Nach einem kurzen Gespräch mit Unohana geht es für ihn und Gin zu Renji, um Rukia zu holen. Nur wird das nicht ganz so einfach, weil Unohanas Vize allen petzt, wie böse Eisen ist, und dann kommt auch noch Ichigo zur Unterstützung dazu, der aber mit nur einem einzigen Finger gestoppt wurde. Finger auf die Klinge legen und schon ist Ichigo massiv verletzt. Noch ein bisschen von seinem Plan erzählen, dass Hogiyoko aus Rukia rausholen und nach einem kurzen Klassentreffen wieder Abschied nehmen und seinen Traum weiterverfolgen. Manga. Im Manga war der Kampf gegen Hitsugaya anders und damit eigentlich schon irgendwie beeindruckender. Denn hier haben die beiden sich getroffen, Hitsugaya benutzt sein Bankai, nur damit Eisen ihn direkt darauf mit einem Schnitt fertig macht. Komplett ohne sein Kyokasuigetsu einzusetzen. Das ist um einiges beeindruckender. Einen anderen Kommandanten, der gerade Mad mit seinem Bankai flext, absolut gar keine Chance zu lassen und das ohne überhaupt auch nur sein Shikai zu benutzen. Das macht einem sofort klar, dass Eisen in einer ganz anderen Liga spielt. Unohana dann von seiner Fähigkeit erzählen und im Kampf gegen Renji und Ichigo heißt es wieder, ist der Finger oben, wird man dich loben. Aber auch hier ist der Unterschied, dass er zwar auch den Finger wieder runtersetzt, auf die Klinge legt und so, allerdings sieht man, dass Ichigo nicht auf mysteriöser Weise einfach anfängt, alles voll zu bluten und voll zu spritzen, sondern er diesen hier eindeutig geschnitten hat. Bevor ich den Manga gelesen habe, dachte ich immer, dass er das irgendwie mit seinem scheiß Finger gemacht hat. Ich lebe mein ganzes Leben lang eine Lüge. Anime. Als Rangiku und Hinamori im Team gegen die drei Untergebenen von Haribel gekämpft haben und sie ziemlich fertig gemacht haben, konnten sie nicht anders, als sich zu verwandeln und das gefürchtete Monster Aion zu beschwören. Dafür leuchten jetzt die linken Arme der drei auf und mit einem Strahl tun die sich zusammen, um den Aion zu rufen, der nicht lange fackelt und direkt mal Rangiku schwer am Bauch verletzt, sodass sie sogar geheilt werden muss und sonst durch die Brüche kaum noch atmen kann. Hinamori auch mit einem Schlag alle Knochen im Körper brechen. Dann direkt weiter mit Hisagi, der sich schon ein bisschen besser schlagen konnte, aber auch er weit weg vom Gewinnen ist. Der darf sogar spüren, was Goku damals gegen Vegeta im Monkey-Modus spüren durfte und wird zerquetscht. Die Kinder kriegen es nicht hin, also macht es eben der Boss persönlich, der den Aion spielend easy besiegt. Manga. Ihr seid gerade am Essen? Perfekt! Denn hier nutzen die drei für die Beschwörung Aions keine Lichterschau oder sonst etwas, sondern reißen die sich alle ihren linken Arm ab, schmeißen die dann zusammen, damit diese sich zum dreiköpfigen Ultradrachen fusionieren. Nein, natürlich wieder zum Aion fusionieren. Ich wollte nur etwas Abwechslung reinbringen. Das Monster ist jetzt auch hier aktiv und will natürlich wieder spielen. Und wie spielt man am besten, wenn man nicht ein ganzes Stück von Rangikus Bauch komplett rausreißt. Stellt euch vor, ihr seid joggen und kriegt dann diese Seitenstiche. Das ist mindestens 10-mal so schlimm. Mindestens. Dann hält Aion das Stück von Rankiku in seiner Hand. Und schon wieder wird etwas bei einem Shinigami zensiert, bei einem Aranka aber nicht. Im Kampf zwischen Ikaku und Aranka Nummer 13, Edorat Leones, hat Ikaku ihm ebenfalls die Seite weggehauen, was ebenfalls im Anime gezeigt wurde. Also schon ein bisschen kaschiert, aber halt trotzdem gezeigt. Naja, der Rest läuft dann auch wie gehabt. Hinamori wegboxen, Hisagi als Quietscherente missbrauchen und vom epischen Opa vernichtet werden. Anime. Diese Sache ist weniger brutal, als dass es einfach ein ziemlich großer Unterschied ist. Wir befinden uns wieder bei Eisens Outcoming. Der schnappt sich das Hogiyoko von Rukia und da sie jetzt keinen Nutzen mehr hat, soll Gin sie töten. Keine Ahnung, warum Eisen das nicht persönlich gemacht hat, aber hey, bisschen Spaß muss ja auch Gin gegönnt sein. Die wird dann aber von Nisan gerettet. Da der alleine und ziemlich verletzt nicht stark genug ist, kommen noch Jidanbo zusammen mit Kukaku vom Himmel geflogen, die Eisen mit einem Kido angreift, damit dieser abgelenkt ist und von Yudoichi und Zoifon überrascht wird, damit er sich nicht mehr bewegen kann. Aber auch er bekommt Unterstützung, um da wieder rauszukommen, und zwar von den Menos Grande, die ihm ein Licht aufgehen lassen und er in dem Licht aufgeht. Manga.
Der große Unterschied hierbei ist einfach, dass nachdem Byakuya seine Nechan gerettet hat, erst einmal Yoruichi und Soifon gekommen sind, Aizen dann allerdings von den anderen drei Wächtern Verstärkung bekommen hat, die man im Anime gar nicht gesehen hat. Diese dann allerdings von Jidanbo und Kukaku abgefangen und dann mit einem Kido von Kukaku und einer Faust von Jidanbo angegriffen werden. Rest läuft dann aber auch wie gehabt. Aizen haut rein, die anderen müssen das, was gerade passiert ist, erstmal verkraften. Jidanbo hat zwar darauf hingewiesen, dass Aizen etwas mit denen gemacht haben muss, aber nach dem kurzen Auftritt kamen die halt auch nie wieder vor. Klar hat der Boy die drei mit seinem Kyoka Suigetsu manipuliert, aber irgendwie zumindest noch eine kleine Interaktion mit ihrem Wächterbruder wäre am Ende halt schon irgendwie ziemlich nice. Anime. Grimmjow ist einer der coolsten, aber auch brutalsten Charaktere. Seitdem er das erste Mal gegen Ichigo gekämpft hat, wollte er nur noch gegen ihn kämpfen. Wie ein Raubtier hat er ihn als Beute gewählt und wollte ihn nicht loslassen, bis er sie erlegt hat. Dass er am Ende die Beute wurde, lassen wir jetzt einfach mal aus. Beim ersten Kampf hat man gesehen, wie brutal er sein kann. Zwar wurde ihm als Strafe ein Arm gestutzt, aber Opfer müssen ja immerhin gebracht werden. Und da Orihime den dann ja auch wieder geheilt hat, konnte er die neue Nummer 6 Lappi zu Rin verwandeln und dann mit einem Zero dann auch noch zu Armin. Aber Grimmjow ist ein Mann der Ehre und zahlt seine Schulden gerne wieder zurück. Und damit kommen wir zu der Szene, als Orihime von Minoli und Loli misshandelt wurde. Ich meine, die beiden Charaktere waren schon vorher übertrieben nervig und so, aber damit haben die es echt übertrieben. Diese eifersüchtigen Pieps sollen wieder in die Besenkammer zurückgehen. Okay, eigentlich war nur Loli die Schlimme. Minoli hat nur versucht, angsteinflößend zu sein und, naja, hat es irgendwie nicht geschafft. Loli eigentlich auch nicht, selbst als sie Orihime eine geslappt hat und sie an den Haaren wieder hochgezogen hat. Doch dann kommt Grimmjow schon durch die Mauer geschossen, anstelle einfach den Eingang direkt daneben zu nehmen, hat dabei anscheinend das Licht ausgemacht, klatscht Loli weg, rüstet Melonis Oberkörper mit ihrem Zero, geht dann wieder zu Loli, nur um sie zu erschrecken. Dann noch einen Tritt ins Gesicht und Orihime wird schon mitgenommen. Hinterher heilt Orihime Loli komplett, genau wie auch Minoli, die am Oberkörper ziemlich verbrannt ist. Manga. Grimmjow wurde auch hier bestraft, wurde dann wieder geheilt und wollte sich bei Lappi austoben. Nur sieht man hier den Stich durch Lupi durch und dass er nach dem Zero nur noch ein Unterkörper war. Aber das war halt nur minimal anders als im Anime. Kommen wir also zu Lolis und Menolis Besuch zu Orihime, wo sie Orihime offscreen verprügelt haben, was irgendwie heftiger ist, weil man sich selbst vorstellen kann, was sie mit Orihime gemacht haben, damit sie jetzt so aussieht. Dann wurde Orihime noch an den Haaren hochgezogen und noch einmal geboxt. Zeit für den Retter der Not in Szene zu treten. Grimmjow kommt dazu, der dieses Mal nicht ein Loch neben der Tür gemacht hat, einfach so random, sondern dieses Mal die Tür zerstört hat. Er tritt dann als erstes Loli weg, damit er Melanie hier auch wieder ihr eigenes Zero zu schmecken gibt und dann wieder zu Loli geht. Nur dieses Mal wird sie nicht einfach so erschreckt und auch nicht einfach so getreten, sondern packt Grimmjow ihr Bein und reißt es raus. Danach gibt es noch einen Kick, damit die endlich mal die Schnauze hält. Und bevor ihr auch hier wieder mit Orihime weggeht, heilt sie noch Lolis Bein und dann auch noch Melanie, die echt so mitgenommen aussah, als hätte sie das ganze Wochenende durchgesoffen. Anime. In diesem Video haben wir ja schon Kukaku ganz kurz drin gehabt. Hatte zwar noch keinen großen Unterschied selbst an sich so, aber sie kam immerhin schon drin vor. Und leider weiß man bei ihr überhaupt nicht, warum sie ihren Arm verloren hat, den sie hier mit einer Prothese ersetzt hat. Manga. Kukaku hat hier keine Prothese, sondern fehlt der Arm einfach komplett und sie kommt darauf klar. Ja, das war's. Das war schon das ganze Ding. So Freunde, das waren jetzt wieder 6 Unterschiede im Bleach-Manga. Ein Teil wird auf jeden Fall noch kommen und noch ein Teil wird vielleicht zu der neuen Saga kommen. Aber gut, das war's mal wieder von mir und mit diesem Video. Wir sehen uns mal wieder beim nächsten Mal und macht's gut, meine Freunde.